Servus, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Nach einer Weile mal wieder OMSI, habe ich mir gedacht, ich habe hier gerade eine Pause gemacht und fahre jetzt die Linie 338 mit dem MAN von Bad Hügelsdorf. Wir fahren nach Kaltenfeld Hauptbahnhof. Wie gesagt, ich habe hier gerade eben Pause gemacht und jetzt geht's auch weiter. Gleich mal Motor starten. Tür zu. Gang rein. Handbremse raus und los geht's, dass wir keine Verspätung kriegen. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Das ist hier übrigens die Gräfrath. Hier will gar niemand rein, oder? Nee. Okay. Dann geht's weiter. Also wie gesagt, ich spiele hier auf der Gräfrath mit dem MAN von Bad Hügelsdorf. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis die Gräfrath bei mir läuft. Ganz schön eng. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis die Gräfrath bei mir läuft. Weil noch Objekte gebraucht haben. Hallo. Nämlich Scenery Objects. Ich weiß nicht mehr, wie die genau gehießen haben. Ich glaube, Learo, irgendwie so. Aber ich möchte jetzt hier auch mal einen großen Dank an einen Mensch raushauen, an den Dennis. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Dennis, dass du mir dabei geholfen hast, dass bei mir hier die Gräfrath läuft. Weil ich habe ganz viele Objekte und Splines nicht gefunden für die Map. Ich habe im Internet rumgesucht und so weiter und ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich weiß echt nicht, Dennis, wo du die überall herbekommst. Also, weiß nicht, gibst du das einfach in Google ein oder hast du es oder? Ich weiß es nicht, echt nicht. Also, möchte ich nicht mit, oder? Doch, möchte. Also ich finde es echt. Danke, Dennis, gell, dass du mir dabei Hallo. Geholfen hast. Und dann läuft es jetzt auch. So, mit den OMSI Maps und die OMSI Maps zu uns installieren und so weiter, finde ich, ist ein OMSI so ein bisschen schwierig. Weil jetzt bei älteren Maps, jetzt wie zum Beispiel Lemmental, ich weiß, ich glaube so alt, ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber bei der, die wollte ich mir auch installieren, aber nur bei der habe ich auch das gleiche Problem, dass ich Objekte und Blinds nicht finde. Das ist halt blöd. In anderen Spielen, wie zum Beispiel jetzt der LS, da kriegen es die Modder auch hin, gleich die Objekte mitzuliefern. Nur jetzt hier in OMSI scheinbar nicht. Hallo. Das ist ein bisschen schade. Hallo. Ist ein bisschen schade, dass sie das nicht hinkriegen.
Und Dennis, ich danke dir auch, dass du mir geholfen hast, mein OMSI richtig einzurichten, einzustellen. Ich habe es dir zwar schon privat geschrieben, Leitstelle für Wagen 548. Aber ich sag's jetzt einfach in dem Video nochmal. Leitstelle hört 548. Mein Bus meldet einen Defekt am Lichtsystem. Kannst du deine Tour noch zu Ende fahren? Wenn ja, tu dies bitte und bring den Bus danach sofort in die Werkstatt. Okay, habe verstanden. Versuche die Tour zu Ende zu fahren und bring den Bus schnell in die Werkstatt. Meld mich später nochmal. Ich hoffe, also. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, aber die Bad Hügelsdorf, die läuft bei mir nicht. Die läuft bei mir nicht. Die ruckelt und ich hab da richtig schlechte FPS. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Nur ansonsten würde ich auch gerne mal Bad Hügelsdorf aufnehmen. Hab ich einmal gemacht. Aber das ist bei mir ganz schlimm. Der will glaube ich nicht, nee. Das ist bei mir ganz schlimm mit den FPS bei in Bad Hügelsdorf. Aber so, ansonsten wäre das eine wirklich sehr schöne Map. Und ist auch eine sehr schöne Map. Will da jemand mit? Ja. Hallo. Ich werde aber auf jeden Fall von der Ruhr auf V2 mal noch ein Video hochladen. Da wird es dann auch mal noch ein Video geben. Mal schauen, welche Linie ich da fahre. Nein, auf jeden Fall nicht so lange. Halt, schaltet der bei mir nicht die Durchsagen durch. Komisch. Oh. Ah, ich brauche hier eigentlich gar nicht blinken. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon zwei Touren gefahren hier, um so ein bisschen die Map zu testen, ob die dafür die reif dafür ist, oder was heißt reif, aber ob ich die aufnehmen kann, auch wegen den FPS und so weiter, ob irgendwo Fehler sind, was weiß ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es manche Stellen auf der Map oder auf der Karte sind jetzt wirklich sehr schön, aber so allgemein die Karte spricht jetzt nicht so mein Geschmack. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich hätte echt mal Lust auf die Lemmental und mir die mal anzuschauen. Muss mal schauen. Vielleicht kriege ich es mal noch hin. Dann werde ich da natürlich davon auch mal ein Video bringen. Ist gar keine extra Kamera dafür, oder? Für den Spiegel. Nee. Warte. Aber die Lemmental, die sei gar nicht so schlecht, anscheinend. Ja, ich muss mal schauen. Vielleicht kann mir der Dennis ja mal weiterhelfen.
Also der Dennis, der hat eigentlich immer irgendwie eine Lösung bei Omsi. Ich weiß echt nicht, wo der die ganzen Objekte und Splines herbekommt. Doch, ich komme noch. Ich hoffe, dass ihr tolle Weihnachten hattet. Ich auf jeden Fall. Auch trotz Corona. Aber trotzdem gut. Hallo. Mit der Familie ein bisschen Zeit verbringen. War toll. An Silvester werde ich übrigens einen Livestream machen, einen 12-Stunden Livestream. Also das heißt, ich setze 12 Stunden an. Ich weiß es noch nicht, ob ich es umsetzen werde. Aber ich setze auf jeden Fall an. Werde nämlich um 21 Uhr starten und werde voraussichtlich um 9 Uhr Livestream beenden. Also würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr da auch mal beischaut oder mit dabei seid. Kevin wird ab 0.30 Uhr mit dazukommen. Ich brauche ja gar nicht Spur wechseln. Wird ab 0.30 Uhr dazukommen. Und dann wird es mit dem Truckers MP geben. Er wird so ungefähr voraussichtlich bis 5 Uhr morgens mit dabei sein. Also, wir feiern zusammen Silvester. Ich freue mich schon richtig drauf. Mit Kevin und mit euch aus der Community Silvester zu feiern. Hallo. Hallo. Links. Hier auf der Map sind ja noch die alte KI-Fahrzeuge irgendwie drin. Ich denke mal, dass ich das auch ändern kann, aber ich werde mir jetzt auf der Karte oder werde jetzt auf in die Karte jetzt nicht so viel Mühe und Liebe hineinstecken. Was heißt Liebe, aber so viel Mühe hineinstecken, weil mir die Map, die Karte einfach jetzt nicht so gefällt, dass ich so viel Stunden drauf verbringe wie auf der Ruhrau. Er fährt aber schlecht. Also auf der Ruhrau bin ich ja auch sehr viel. Oder fahre ich, bin ich eigentlich die meiste Zeit. Guten Tag. Hallo. 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 Ich stehe heute gar keine Fahrkarten. Heute freier Tag, oder? Sind Sie heute alle anständig und haben alle Fahrkarten? Ich bin überfüllt und ich habe schon eine Viertelstunde Verspätung. Bahn 501, wir wissen darüber Bescheid. Bahn 548 hatte einen technischen Defekt und ist dadurch ausgefallen. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann rechne ich mit noch mehr Verspätung. Verspätung ist immer ganz schlecht. 15 Minuten Verspätung ist heftig.
Wird gerade die Ampel rot. Reicht nicht. Schade. Na, geil. Krasse Ampeln, wirklich. Dann wird sie grün, wenn man schlecht über ihr redet. Ah, ich muss hier links rein. Ach, hier links einordnen. Oh. Ah, ne, muss ich. Halt, muss ich gar nicht. Der Bus hier, der ist schon lang, der A25. Muss ich schon sagen. Deine drei Achsen. Schon lang. Auch schwierig zu fahren in engen Straßen. Oder was heißt in engen Straßen, aber in engen Kurven. Und zum Beispiel in Bad Hügelsdorf. Da gibt es auch eine Linie, die führt mitten in oder so eine Kleinstadt. Und auch ganz kleine Straßen und Kurven. Das ist heftig, da wirklich unfallfrei durchzukommen. So, und wir sind jetzt sogar schon an der Endhaltestelle. Ist nicht so eine lange, lange Linie. Komm, mach ich euch auf, könnt ihr aussteigen. So, liebe Leute, würde ich sagen, macht der Motor aus. Dann würde ich sagen, das war es dann sogar auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos und Livestreams mehr zu verpassen. Ich schaue, dass ich jetzt wieder mit Videos ein bisschen aktiver werde, wenn ich es hinkriege. Ich kann euch überhaupt nichts versprechen. Aber ich schaue, dass ich es jetzt hinkriege. Den Abend habe ich viel Zeit, um jetzt Sachen aufzunehmen. Und werden jetzt auch so die nächsten paar Tagen auch wieder Videos kommen. Genau. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.